Wir sind Passagiere einer gezielten und gesteuerten Explosion. Wir sind wie Mikroben, die auf einem Granatsplitter mitfliegen. Alle Materie und Energie des Universums, Raum und Zeit eingeschlossen, entstanden in einem einzigen Augenblick. Diese Explosion war keineswegs chaotisch. Sie erscheint vielmehr so angelegt zu sein, uns und unserem kleinen Planeten zu nützen. Heute wissen wir mehr über Himmel und Erde und die Kräfte, die sie beeinflussen, als alle Generationen vor uns zusammen. Je mehr wir herausfinden, desto mehr staunen wir. Der Astronom Hugh Ross macht mit uns eine Reise durch das Universum. Unsere Reise führt uns durch die Weiten von Raum und Zeit. Wir werden über das komplexe Design um uns staunen. Wir werden kosmische Zusammenhänge besser verstehen und unseren Platz im Universum und im geistlichen Reich finden, das es umgibt. Schon als Kind wollte ich mehr über Sterne und Galaxien wissen, sie aus der Nähe betrachten und ihre Rätsel lösen. Interessanterweise hilft uns gerade das Licht der Sterne und Galaxien, die Geheimnisse der Schöpfung zu lüften. Hier im Keck-Observatorium befinden sich die größten optischen Teleskope der Welt. Die Spiegelfläche dieser Teleskope ist 8-mal größer als die auf Mount Palomar und mehr als 30-mal so groß wie die des Hubble-Weltraumteleskops. Das Keck-Teleskop besteht aus 36 getrennt betriebenen Spiegeln. Ein Computer steuert die einzelnen Spiegel, sodass sie wie ein einziges gigantisches 10-Meter-Teleskop funktionieren. Und es ist bis auf Moleküldicke genau eingestellt. Die Instrumente können Licht- und Radiowellen bündeln. Das ermöglicht einen Blick in Milliarden Lichtjahre entfernten Weltraum, bis an die Grenzen des Kosmos. Jeder Blick ins All ist ein Blick in die Vergangenheit. Das unterscheidet die Astronomie von allen anderen Wissenschaften. Nur sie beobachtet direkt die Vergangenheit. Astronomen betrachten immer die Vergangenheit. Licht, Radio und alle anderen elektromagnetischen Wellen erreichen uns scheinbar augenblicklich. Doch das ist falsch. Sie breiten sich nur extrem schnell aus. Licht rast mit 300.000 Kilometern pro Sekunde durchs All. Schnell genug, um die Erde 7,5 Mal pro Sekunde zu umrunden. Die Sonne ist 50 Millionen Kilometer entfernt. Wenn wir sie anschauen, sehen wir, wie sie vor 8 Minuten ausgesehen hat. Das Gleiche gilt beim Anblick des Mondes. Wir sehen, wie er vor 2 Sekunden ausgesehen hat. Wenn wir zu den Sternen blicken, sehen wir, wie sie vor Tausenden, Millionen, sogar Milliarden von Jahren ausgesehen haben. Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto länger ist sein Licht zu uns unterwegs. Licht legt in einem Jahr etwa 9,5 Billionen Kilometer zurück. Das sogenannte Lichtjahr. Enorm große Entfernungen lassen sich besser in Lichtjahren angeben. Die entlegensten Galaxien, die bis jetzt entdeckt wurden, sind etwa 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Ihr Licht hat also 13 Milliarden Jahre gebraucht, um die Erde zu erreichen.
Wenn wir diese Galaxie anschauen, sehen wir also, wie sie vor 13 Milliarden Jahren ausgesehen hat. Auch wenn die Entfernung zum Anfang des Kosmos gewaltig ist, so ist sie doch begrenzt. Für ein leichteres Verständnis brechen wir die unvorstellbaren Distanzen herunter. Unser Maßstab ist die Entfernung der Space Needle in Seattle zum Empire State Building in New York, etwa 4000 Kilometer. Dabei ist die Space Needle die Gegenwart und das Empire State Building der Anfang der Zeit. Bei der Reise ins Weltall und in die Vergangenheit messen wir den Fortschritt anhand dieser Strecke quer durch die USA. Unsere Zeitmaschine ist ein Teleskop. Mit ihm schauen wir zurück bis zu dem Moment, als alles erschaffen wurde, vor fast 14 Milliarden Jahren. Auf unserer Zeitreise schauen wir uns einige Sehenswürdigkeiten an und stellen uns die Frage, ist die Erde ein steiniger Planet wie viele andere, auf denen Leben möglich ist? Oder ist sie einmalig, speziell für den Menschen gemacht? Beginnen wir mit unserer Reise in die Vergangenheit. Nur 2 Sekunden von uns entfernt ist unser Nachbar, quasi eine Art kosmischer Anhalter, der Mond. Unser Mond hat Sternforscher lange verwirrt. Er ist im Vergleich zur Erde so groß, dass beide zusammen oft für einen Doppelplanet gehalten werden. Schwerkraftstudien beweisen allerdings, dass die Entstehung eines Doppelplaneten aus einer Gas- und Staubwolke so nah an der Sonne unmöglich ist. Der Mond ist erst später durch einen ungewöhnlichen Prozess entstanden. Monderforschungen zufolge sind Mond und Erdgestein chemisch gesehen unterschiedlich. Durch Untersuchung des radioaktiven Zerfalls haben Forscher herausgefunden, dass der Mond 100 Millionen Jahre jünger ist als die Erde. In den 1990er Jahren hat eine Theorie für die Existenz des Mondes unter Wissenschaftlern breite Zustimmung gefunden. Danach ist ein Objekt von der Größe des Mars vor circa 4,5 Milliarden Jahren auf der noch jungen Erde eingeschlagen. Mit einer Geschwindigkeit von über 320.000 Stundenkilometern. Die Erde hat einen Großteil dieser Masse aufgenommen. Es ist aber auch eine Staubwolke umherfliegender Gesteinsbrocken entstanden. Nach und nach ist aus diesen Brocken durch Schwerkraft ein neuer Körper entstanden, der Mond. Die Erde hat ihre gesamte Atmosphäre verloren. Aus der Erdkruste haben sich Gase gelöst. Daraus hat sich eine neue, viel dünnere Atmosphäre gebildet. Eine solche Kollision wirkt zunächst wie eine Katastrophe. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie hat Veränderungen in Gang gesetzt, die die Erde zu einem idealen Ort für Leben machen. Die Wahrscheinlichkeit ist winzig, dass eine solche Kollision menschliches Leben ermöglicht. Der aufprallende Planet muss die richtige Größe und Geschwindigkeit haben, im richtigen Winkel auftreffen und aus dem richtigen Material bestehen. Der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn nur einer dieser Faktoren um ein paar Prozentpunkte abgewichen wäre, die Erde wäre heute ein öder Planet. Ohne diesen Zusammenprall wäre die Erdatmosphäre wesentlich schwerer. Schwerer noch als die unseres Nachbarplaneten Venus. Die dicke, kohlendioxidhaltige Atmosphäre der Venus bedeutet für jedes Leben den Tod. Die Erde hat durch den Aufprall extra Masse gewonnen. Zusammen mit der veränderten Atmosphäre sind große Wasservorräte entstanden. Eis, Flüssigkeit und Dampf sind für einen effizienten, konstanten Wasserkreislauf unbedingt notwendig.
Und ohne diesen Kreislauf kann Leben weder entstehen noch fortbestehen. Abgesehen von Mond und Asteroiden sind unsere nächsten Nachbarn in Richtung Sonne die Planeten Merkur und Venus. Der Mars ist der nächste Nachbar auf der anderen Seite. Weil die Venus wie auch unser Nachbarplanet Merkur so nahe an der Sonne liegt, wird seine Rotation durch die Schwerkraft der Sonne gebremst. Für eine einzige Drehung benötigt die Venus 244 Erdtage. Die Erde dreht sich heute viermal langsamer als zu der Zeit, als das Leben begann. Wissenschaftler haben festgestellt, dass eine stärkere Änderung der Erdrotation fatale Folgen für das Leben gehabt hätte. Weil Merkur, wie der Mond, nur eine dünne Atmosphäre hat, findet kaum Erosion statt. Deswegen sind die ältesten geologischen Merkmale noch sichtbar. Narben von Asteroiden und Kometeneinschlägen. Seine vernarbte Landschaft dokumentiert die Frühgeschichte der inneren Planeten. Eine Phase intensiven Beschusses mit Asteroiden und Kometen. Aber nicht nur Merkur hat unter diesen Einschlägen gelitten, sondern auch Venus, Mars und der Mond. Auch die Erde ist von diesem heftigen Bombardement nicht verschont geblieben. Sie war aufgrund ihrer Masse sogar ein besseres Ziel. Die Folge waren glühend heiße Temperaturen. So heiß, dass Ozeane verdampfen und die Erdkruste schmilzt. Diese Bedingungen haben damals keinerlei Leben zugelassen. Jahrzehntelang wurde vermutet, dass Leben in einem Prozess über Jahrmillionen aus nicht lebenden Molekülen entstanden ist, der sogenannten Ursuppe. Heutige Untersuchungen zeigen, dass Leben innerhalb von wenigen Millionen Jahren nach dem letzten schweren Beschuss entstanden ist. Zudem fehlen Beweise für eine Ursuppe. Hätte es sie gegeben, müssten Spuren davon in altem, kohleartigem Material wie Kerogen und Graphit zu finden sein. Sämtliches kohleartige Material auf und in der Erde stammt aber von postbiotischem Material, also aus verwesten Lebewesen. Angesichts dieser kurzen Spanne und dem Fehlen der Ursuppe suchen Wissenschaftler nun am Himmel nach dem Ursprung des Lebens. Sie suchen dort nicht nach übernatürlichen Ursachen, sondern nach anderen Quellen, die den Grundstein für Leben auf der jungen Erde gelegt haben. Könnte das Leben auf unseren Nachbarplaneten entstanden und dann zur Erde gebracht worden sein? Viele Wissenschaftler suchen auf anderen Planeten nach Beweisen für diese Theorie. Doch selbst wenn wir dort Leben fänden, wie kam es zustande? Wie können wir sicher sein, dass das Leben auf anderen Planeten nicht durch eine Kreuzkontamination mit der Fülle irdischen Lebens entstanden ist? Die Erde quillt über von Leben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Spuren von Erdorganismen auf dem Mars finden. Viele Wissenschaftler werden darin den Beweis sehen, dass sich Leben dort ganz natürlich entwickelt hat. Aber ein einfacher Test beweist, dass die Organismen von der Erde stammen.
Jede DNA hat eine komplexe, charakteristische Struktur, die von einem Organismus zum nächsten vererbt wird. Wenn die DNA-Struktur der Lebensspuren auf dem Mars mit der in irdischen Lebensformen übereinstimmt, lässt das nur einen logischen Schluss zu. Es muss von der Erde auf den Mars gekommen sein. Asteroiden und Kometeneinschläge auf dem Mars können Gestein Richtung Erde schleudern. Genauso kann Erdgestein auf den Mars und ins restliche Sonnensystem geschleudert werden. Der Mars ist nach der Erde der beste Kandidat für das Auffinden von Spuren von Leben. Und doch ist er lebensfeindlich. Es ist dort so trocken und die Atmosphäre so dünn und die Schwerkraft so schwach, dass ein Wassertropfen in weniger als einer Sekunde verdampfen würde. Strahlung, Wirbelstürme, axiale und orbitale Instabilität sowie eisige Temperaturen, kälter als der antarktische Winter, lassen ein Überleben höchstens für kurze Zeit zu. Weil das Marsklima vor Milliarden von Jahren wärmer und feuchter war, glauben Wissenschaftler, dass dort Leben entstanden ist. Allerdings waren die chemischen Bedingungen auf dem jungen Mars noch rauer als auf der Erde. Das macht die natürliche Entstehung von Leben dort unmöglich. Nächster Halt auf unserem Flug ist der riesige Jupiter, der 10-mal weiter entfernt ist als der Mars. Wir haben ca. 650 Millionen Kilometer zurückgelegt. Auf unserer Reise von der Space Needle zum Empire State Building ist das der Bruchteil eines Millimeters. Jupiter ist 40 Lichtminuten von der Erde entfernt. Das Licht braucht für diese Reise also 40 Minuten. Jupiter ist ein solcher Gigant, dass er mehr als doppelt so viel wiegt wie alle Planeten des Sonnensystems zusammen. Der große rote Fleck in der obersten Schicht der dichten Jupiter-Atmosphäre ist ein seit Jahrhunderten wütender Wirbelsturm mit gut 3000 Stundenkilometern. Zum Vergleich, der Fleck hat den vierfachen Durchmesser der Erde. Von den vielen Jupitermonden wurden Io, Europa und Ganymed am genauesten untersucht. Jeder von ihnen ist größer und unruhiger als unser Mond. Auf Io kommt es zu starken Vulkanausbrüchen. Einige Astronomen glauben, dass es auf Europa unterirdische Wasserquellen geben könnte, in denen sich Leben entwickelt hat. Deshalb ist Europa für sie ein Kandidat für die Entstehung von Leben. Neue Studien der Krater auf der Oberfläche deuten darauf hin, dass es eine mindestens 20 Kilometer dicke Eisschicht gibt. Eine Eisschicht solchen Ausmaßes verhindert, dass Sauerstoff die unterirdischen Ozeane erreicht. Ohne Sauerstoff kein Stoffwechsel. Ohne Stoffwechsel kein Leben auf Europa. Dazu kommt, dass Wasser nur eins von über 200 Merkmalen ist, damit Leben erhalten werden kann. Und die Entstehung von Leben ist noch viel komplexer. In den 1990er Jahren wollten Wissenschaftler Jupiters viele Geheimnisse erforschen. Zum Beispiel die Lichtdurchlässigkeit der dicken Wolken. Und ob der Kern aus Gestein oder extrem dichten, gefrorenen Gasen besteht. Man hat herausgefunden, wie wichtig Jupiter für das Leben auf der Erde ist. Die Position und die Größe Jupiters schützen die Erde vor Kollisionen. Die Nähe und Masse des Planeten lenken die meisten Kometen und Asteroiden ab, die auf die Erde zusteuern.
Manchmal trifft es stattdessen Jupiter selbst. Wie 1994 beim Zusammenstoß mit dem Kometen Shoemaker-Levy. Jedes Bruchstück war kleiner als Manhattan Island. Und doch wurden 21 Feuerbälle mehr als 16.000 Kilometer in die Atmosphäre geschleudert und hinterließen erdgroße Beschädigungen in Jupiters Atmosphäre. Jeder Planet, auf dem Leben möglich ist, braucht einen Jupiter. Der schützt ihn vor Einschlägen, die Leben beenden. Jupiters Größe und Position sind noch aus einem weiteren Grund wichtig für irdisches Leben. Wäre Jupiter größer oder näher an der Erde, würde sich seine Anziehungskraft verheerend auf die Erdlaufbahn auswirken. Jupiter schützt uns durch seine perfekte Größe und Position. Weitere 40 Lichtminuten von der Erde entfernt erreichen wir einen anderen Riesenplaneten, Saturn. Saturn hat etwa ein Drittel von Jupiters Masse. Dennoch ist er um ein Vielfaches schwerer als alle anderen Planeten. 1000 Erden hätten in seinem Volumen Platz. Saturns größter Mond heißt Titan. Auch er war ein möglicher Kandidat für präbiotische Chemie. Neben der Erde ist Titan der einzige Körper in unserem Sonnensystem, der eine Atmosphäre mit hohem Stickstoffanteil hat. Leider gibt es auf Titan kein Ammoniak und nur Spurenmengen von Wasser und anderen Sauerstoffverbindungen. Die sind jedoch Voraussetzung, damit Lebensmoleküle chemisch zusammengefügt werden können. Auch die nächsten zwei Planeten sind Giganten aus Gas, Uranus und Neptun. Uranus hat die 15-fache Größe der Erde. Wie die Riesenplaneten Jupiter und Saturn besteht er fast nur aus Gas. Uranus und Saturn haben konzentrische Ringe. Allerdings ist Uranus der einzige Planet des Sonnensystems, dessen Achse zur Sonne zeigt. Neptun ist etwas größer als Uranus und hat einen großen dunklen Fleck. Wie bei Jupiters großem roten Fleck vermutlich ein Zyklon. Die Umlaufbahn des größten Mondes, Triton, verläuft entgegen der Drehrichtung des Planeten. Vermutlich wurde er erst nach der Entstehung Neptuns eingefangen. Neptun ist mehr als 4 Lichtstunden von der Erde entfernt. Die Sonne ist dort nur ein heller Punkt am Himmel. Neptun ist so kalt, dass Ammoniak und Stickstoff flüssig wären und Benzin gefriert. Die 4 Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun ziehen in runden Umlaufbahnen horizontal um die Sonne. Das unterscheidet sie von anderen Gasplaneten außerhalb unseres Sonnensystems. Die umkreisen ihren Stern entweder zu dicht oder haben elliptische bzw. nicht horizontale Umlaufbahnen. Schon eine kleine Abweichung ihrer Umlaufbahnen hätte katastrophale Folgen für das Leben auf der Erde.